Eine schöne Behausung. Wollen wir erstmal die Beute teilen hier in Ruhe. Hier kriegt uns keiner. Na los, machen wir auf. Das sind Pflastersteine. Ich riskiere mein Leben doch nicht wegen verdammten Pflastersteinen. Was sind die wert? Und dafür lege ich diesen beknackten Bankangestellten um. Was war das? Ein Feuerzeug. War da nicht auch ein anderes Geräusch? Ich habe nichts gehört. Aber jetzt! Moment! Nicht den Typ. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein Geheimfach hat in dem Koffer. Irgendwie noch Goldbarren drin sind. Es würde mich nicht wundern. Oh Gott! Es war ein Geist. Ich musste schreiend weglaufen. Wie im Film. Weil es so gruselig war. Weil der so unheimlich aussah. So entstellt. Das Gesicht schrecklich. Wie schrecklich hässlich. Ich frag mich nur eins. Ist das vielleicht der Bankangestellte, den du erschossen hast, der jetzt als Geist wiedergekommen ist? Dann hast du Scheiße am Arsch, Mann. Weil ich hab den nämlich nicht abgeknallt. Ich meine, gut, vielleicht macht er da gar nicht so einen Unterschied. Ich guck mal nach. Guck mal nach. Geist. Ist doch völliger Schwachsinn. Stehe ich jetzt hier und suche einen Geist? Nee, oder? Geist, sag mal, der Typ will mich doch die ganze Zeit nur verarschen. Das ist doch alles. Das gibt's doch gar. Die ganze Zeit eigentlich in diese Schatzkammer reingeguckt. Nee. Was suchst du denn da drin? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, was gibt's denn da drin? Warum guckst du denn da so rein? Du hast doch da reingeguckt, oder? Ich hab dich beobachtet von da hinten. Ich hab gesehen, wie du da reingeguckt hast. Ich hab nicht reingeguckt. Ich hab mal kurz einen Blick reingeworfen. Das war alles. Gibt's mir dein Ehrenwort? Da gebe ich das Ehrenwort. Ich hab einen kurzen Blick reingeworfen. Ja, das stimmt. Ich schwöre, ich hab einen kurzen Blick reingeworfen. Aber auch, da war auch nicht mehr. Nein. Geist, egal wie gruselig du bist, komm hervor, lass es uns ausdiskutieren. Eigentlich glaube ich gar nicht an Untote. Geist, komm raus! Vielleicht habe ich dich umgebracht, okay, aber es ging um Geld. Im Endeffekt hast du uns Pflastersteine reingetan. Das ist auch nicht, sympathisch. Ja und, was sagst du jetzt? Naja, bin ich baff. Ja. Mach mich das nächste Mal, wenn es um sowas geht. Komm mit hier, da ist unser Tisch. Sie haben ja gerade das Gespräch mitgehört. Sind Sie der Bankangestellte, den Olli abgeschossen hat? Ja, stimmt. Ich bin's. Ich bin der Bankangestellte. Jetzt ist es natürlich so, dass... Dass ich nichts mit der Sache zu tun habe. Der Plan war von uns beiden. Ja, der Plan war von uns beiden, aber ich habe von vornherein gesagt,
kein Gebrauch der Waffe. Das ist gelogen. Also die Suppe musst du alleine. Nein. Die Suppe musst du alleine. Um das mal einmal noch ganz sehr klarzustellen. Ich will meinen Bayer tot. Kann ich mal kurz Veto einlegen? Ich bin auch in dieser Halle. Ich bin, kann man sagen, teilinvolviert. Aber ich habe sie ja nicht auf dem Gewissen. Das ist ja nur der Olli. Ich will Rache. Also, ich will Rache. Ich habe mich gerade sehr angesprochen gefühlt, aber diese Sache mit dem Mord, und ich denke, das Motiv ist Rache, oder? Das ist ja, habe ich ja eigentlich nichts mit zu tun. Und deswegen finde ich das ein bisschen auch von Ihnen, ohne dass jetzt irgendwie, also als überzogene Kritik, sollen Sie das jetzt nicht auffassen, aber ich finde es ein bisschen überzogen zu sagen, ich will euren Tod. Klar, ich habe die Bank auch überfallen, aber ich habe sie ja nicht umgebracht. Soll jetzt nicht heißen, dass ich dafür bin, dass sie ihn umbringen. Ich will euch beide tot sehen. Wenn schon, wenn schon. Pass auf, so. Ende der Diskussion. Ja. Wir wollen nicht sterben. Letztes Angebot. Truhe? Ich sag nicht nur ein Pflasterstein rein. Ich sag beide Pflastersteine rein. Genau. So. Schachtel kippen. Sind noch 4 Zigaretten drin. Tue ich auch noch mit rein. Hier habe ich noch 50 Cent. So sieht's aus. Alles zusammen. Für Sie. Wir hauen ab, wir sind raus. Ist das ein Deal? Ja, komm, ist okay. Ja, stellst da hin und mach, dass er wegkommt. Also, Sie haben ja alles? Wir haben das ja jetzt besprochen und das ist ja jetzt. Wir sind dann soweit. Wir können ja mal. Sonst bis.